So, meine Freunde, moin zusammen. Ich grüße euch zu diesem Video. Herzlich willkommen und wir müssen über eine Aussage sprechen, beziehungsweise ein kleines Interview, das geführt wurde, oder einige Aussagen, die gemacht wurden von unserem Vizekanzler, der auch unser Finanzminister ist, Olaf Scholz von der SPD. Und er sagte nämlich hier, Zitat, Beschränkungen, solange die Zahlen nicht sinken werden. Ja, und Leute, das ist jetzt nun der dritte hochrangige Politiker, der sich hier soweit dazu äußert, dass die Maßnahmen und Beschränkungen garantiert weiterbleiben werden, wenn die Zahlen halt nicht sinken. Das ist halt der Umkehrschluss. So hatte sich ja gerade vor ein paar Tagen auch schon Ministerpräsident des Saarlandes, Tobias Hans, dazu geäußert, der auch meinte, dass wir die Lockdown-Verlängerung für möglich gehalten hätte zum Dezember hin. Aber auch hier Ralf Brinkhaus, Unionsfraktionschef, hat sich dazu geäußert, Lockerung zum Dezember kann niemand garantieren. Ja, genau. Also wir werden langsam darauf vorbereitet, habe ich einfach das Gefühl, so dass es am Ende dann, so wenn es so in Richtung Dezember geht, gar nicht mehr so krass für uns ist. Das heißt, überhaupt gut, war ja jetzt abzusehen. Wir haben es ja eh schon wochenlang die ganze Zeit rauf und runter in der Presse gelesen und gehört. Und das ist, wie ich finde, eine ganz, ganz schlechte Entwicklung. Denn er sagt jetzt auch selber hier, Zitat, wo die Ansteckungen stattfinden, das sei, oder man wisse schlicht nicht, wo die Ansteckungen stattfinden. Und das Ganze hat ja auch die Kanzlerin Merkel, Kanzlerin der Schmerzen, Herzen meine ich natürlich, gestern soweit bei dem Presseinterview gegeben und gesagt, 75% könnten sie aktuell nicht mehr nachvollziehen, wo die Infektionen herkommen. Ja. Und die Lösung unserer Bundesregierung ist dann allen Ernstes, dass man einfach mal auf gut Dünken Restaurants schließt, komplett Fitnesskette, komplett alles zumacht und so weiter und so fort. Das soll die Lösung für Nullplan sein. Das ist absolut irrational und hat für mich nichts mehr mit wirklicher Pandemiebekämpfung und wirklichem straighten Vorgehen oder ähnliches zu tun. Das ist blinder Aktionismus, wie man so schön sagt. Das kann ich nicht für gutheißen, finde ich wirklich ganz, ganz schlimm. Weiterhin schreibt hier NTV Zitat, dass es sich gewissermaßen um eine Naturkatastrophe handle, müsse man sich auf eine neue Normalität einrichten. Daher winkt nämlich der Wind. Leute, das wird noch lange so weitergehen. Das wird dieses und auch nächstes Jahr noch so sein, sagte der SPD-Politiker, fügte hinzu, solange die Zahlen nicht sinken, wird es immer Beschränkungen geben. Das muss man sich mal reinziehen, was hier passiert. Das muss man sich mal überlegen, mit welchen Maßnahmen hier vorgegangen wird, auf welcher Basis, welcher Zahlen und welcher Fakten. Schreibt eure Meinung unten rein. Es bleibt grausam. So kann man es, glaube ich, sagen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.